Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer auf meinem Kanal. Ja, mir ist ein Missgeschick passiert beim letzten Videodreh, beziehungsweise nach dem Videodreh ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe leider den Kirio verkippt. Ja, dumm gelaufen. Wir müssen also, ich muss auf jeden Fall nochmal in die Stadt und neues Jest holen. Zucker haben wir noch, aber wir haben kein Jest mehr. Leider Gottes. Ich habe auch noch nicht ausgeräumt. Das machen wir jetzt alles zusammen so ein bisschen. Wir machen heute mal so eine kleine Entspannungsrunde hier, so ein bisschen so rumeiern. Wir wollen die restlichen Teile, die wir ja noch bestellt haben beim letzten Mal, die wir ja ausgepackt haben, die werden wir heute mal noch anbringen. Und ja, werden wir mal so ein bisschen aufräumen und einen Kleinkram machen. Wollen wir mal gucken, zum Teich runter zu gehen, nachher die gucken, ob die Fische da sind. Ob wir da jetzt endlich einen Fisch drin haben. Das wäre jetzt auch langsam mal echt nötig. Und ja, heute ist mal so ein bisschen ruhiger, ein entspannter Tag hier, ne? Wollen wir nicht ganz so viel machen. Bevor wir dann nochmal wieder richtig angreifen. Ich werde die Tage dann auf jeden Fall nochmal offscreen, nochmal schnell. Das ist ganz toll, das passiert mir auch immer. Warum passiert mir das hier immer? Da ist mein Bürstchen, gib mein Bürstchen her. Das fällt mir manchmal hinter den Kühlschrank. Und dann wundern, warum es so stinkt, ne? Ist mir klar. So, na, ich werde die Tage nochmal offscreen, nochmal kurz in die Stadt und werde nochmal Jest holen, dann werde ich nochmal neuen Kirio ansetzen. Und ja, ich hoffe mal, durch die Mod, die ich ja nun installiert habe, was ich euch ja schon sagte, kommt der Feuerholzjob ja auch alle 2 Tage schon, was ja auch nicht verkehrt ist. Da werden wir dann auch nochmal Feuerholz wegbringen können. Und damit wir mal so ein bisschen zur Knete kommen. So. Erstmal einsprühen hier mit dem Moskitospray, weil die Moskitos gehen mir jetzt langsam so dermaßen auf den Nerv. So, gut, das haben wir. Kein Gesumme mehr. Gut, ne, wir gehen erstmal runter. Wir gucken erstmal, ob die Fische da sind. Ob da ein Fisch gebissen hat, ob da jetzt ein Fisch mit drin ist oder nicht. Was ich echt hoffe. Hab mir noch Moskitospray genommen. Wir haben noch Moskitos. Furchtbar. Wir werden mal da runterjumpen, werden mal gucken, ob die Fische da sind. Wenn die Fische da sind und wir mal wieder einen Fisch drin haben, dann werden wir definitiv auch mal so langsam mal zusehen, dass wir Omi mal ihre Fische bringen. Und ja, den Grill haben wir auch noch nicht angeschmissen in der Staffel, also in der ersten Staffel, die wir jetzt hier führen. Und es wird auch noch mal Zeit, glaube ich. Vielleicht machen wir das heute noch mal. Wetter scheint ja heute ganz gut zu sein. Gehen wir erst mal gucken, ob unsere Fische da sind. Ob hier hinten habe ich den irgendwo hingefeuert. Hallo. Ja, toll, das sieht man so schlecht. Schwimmen kann er, aber sehen geht nicht. Ach, Moment. Da geht leider nicht anders. Da muss ich mal so machen. Da ist das Fisch drin. Aber irgendwie sind da keine Fische drin. Irgendwie beißen bei mir hier keine Fische. Also wenn hier mal einer einen Tipp hat für mich, wieso die Fische bei mir nicht da reinschwimmen oder warum da keine Fische drin sind. Dann sagt mir mal Bescheid, weil irgendwie komme ich mir langsam verkackert vor von den Fischen. Also so langsam nervt es. So, dann werden wir mal heute hier unsere ganz gemütlich unsere Teile hier anbringen. Gucken, dass wir das mal fertig kriegen so langsam. Und irgendwann müssen wir auch mal wieder Gülle-Dinger leer machen. Werden wir auch noch mal irgendwann machen müssen. So, als erstes fangen wir mal an hier mal ein bisschen rumzubauen. So. So. Einmal. Flup. So. Scheiben sind auf jeden Fall schon mal dunkel. Das hat gepasst. Das geht. Ging ja schnell. Ich habe gedacht, da müsste man für jede Scheibe einzeln machen, aber naja. Ging ein bisschen schnell. Den bauen wir nachher drinnen an. Den bauen wir nachher an, wenn wir in die Grube rein sind. Macht sich, glaube ich, besser. So. Die können wir so anbauen. So, wir den jetzt noch verkabeln oder ist der schon verkabelt? Mal an den Hobel. Ach, der ist schon da. Okay. Gut, der ist schon mal drin, den brauchen wir nicht mehr verkabeln. Dann haben wir das wahrscheinlich schon mal gemacht. Beim letzten Mal schon irgendwie vorverkabelt oder so. So, nehmen wir ihn hier noch. Gummit. So, einmal einlassen. Flups. Ah, scheint auch zu gehen. Gut, gehen auch. Gut, ja, dann hauen wir den Hohlen jetzt mal einfach mal rein.
Und dann bauen wir uns den Sportauspuff an. So. Moment. Wir ziehen den Schock. Na los. Er kommt. Oh, ist gut. Einer Junge. So. Dann haben wir den mal hier rein. Ja, ich weiß, normalerweise müsste man ihn jetzt laufen lassen, bla 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 bla. Ich will ihn jetzt aber nicht laufen lassen. Ich will jetzt einfach nur hier unseren schönen Sportauspuff anbringen. Finde ihn auch ganz cool eigentlich. Ist eigentlich nur eine Blende. Ist das jetzt eine Blende oder was ist das? Ja, warum geht denn die nicht daran? Warum geht denn die nicht daran? Warum geht die nicht ran? Warum geht die nicht ran? Lasst mich raten. Wir haben noch irgendwas vergessen zu kaufen. Möchte ich fast wetten drauf. Wir gucken mal rein. Die haben wir schon. So, die beiden Sachen haben wir auch schon. Das ist ja nur das Endrohr. Das müsste dann der Sportauspuff sein irgendwie, ne? Kann das sein? Klärt mich auf, wenn ich falsch liege, aber. Das sind die Lampen, das sind die Antennen, die will ich nicht. Antennen, Lampen will ich nicht. Ja, dann bleibt uns hier nur noch das eigentlich. Und hier hätten wir den Vierfachvergaser. Und einen Doppelvergaser. 1750 und oh, 7250. Nehmen wir denn mal. Also ich würde sagen, wir nehmen das Ding auf jeden Fall schon mal. Sportfächerkrümmer. Drehzahlmesser wäre auch nicht schlecht, ne? Könnte man ja auch mit reinnehmen. Nehmen wir auch noch mit rein. So. Also auf Pornoplü stehe ich jetzt nicht so. Das müssen wir uns aber auch noch mal holen. Nehmen wir das gleich mit oder später? So, haben wir eigentlich, ne? 6200. Jetzt sind wir bei. Sagt er mir nicht. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Ach, wir nehmen erstmal nur die beiden Sachen. So. Machen wir hier wieder zu. Sehr schön. So, weil wegen der ist nicht fertig, bleibt er auch hier. Und jetzt Türchen zu. Na, die machen wir auch zu. Sehr schön. So, weil wir ja sowieso in die Stadt müssen, eigentlich, weil wegen Jest und so, könnte ich eigentlich gleich. Könnte man das eigentlich gleich miterledigen und das werden wir, glaube ich, auch machen. So. Er trinkt einen Schluck. Den nochmal zu. Jetzt raucht er noch schon. Ach, der rauchen kann er eigentlich auch unterwegs, glaube ich. Und wir nehmen hier unseren Puffboss. Einer. Na nun, geh zu. Dankeschön. So. Sehr schön. Und dann machen wir die Scheibe runter. Hallo. Hallo, Open Window, genau. Open, Open. Anschnallen. Dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben wir. Ja, die Hupe geht. Funktionstest bestanden. Sehr schön. Und auf geht.
Leute, ich habe da was entdeckt. Das wollte ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Das schauen wir uns doch mal ganz schnell an. Die Schlüssel, los! Gib die Schlüssel. Drück die Schlüssel raus. Gib die Schlüssel raus. Ich schub's dich weg, du. Oh. Oh. Ich will die Schlüssel nicht rausrücken, die Alte. Wie denn doof? Hängen die da? Gucken. Auch nicht. Hey Oma, hallo. Hallo. Guck, guck, Schlüssel raus. Ich will die Schlüssel nicht rausrücken, die blöde Kuh. Aber hier soll auch irgendwo der Tankdeckel rumfliegen. Der abschließbare. Beziehungsweise der richtige. Habe ich leider auch noch nicht gefunden. Ich will den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Hallo. Ach man. Die will den Schlüssel nicht rausrücken, die blöde Kuh. Kann er eh nicht mehr fahren, die Alte. Ach, guck mal, einer schaut, da ist er. Ich hab den Tankdeckel, guckt mal Leute. So, den haben wir dann auch schon mal. Den nehmen wir dann gleich mal mit. Die Alte will wirklich ihre blöden Fische haben. Sonst drückt die uns den Schlüssel nicht aus. Na gut, dann nehmen wir den hier weiter. Fahren wir schnell in die Stadt jetzt. So. So, und weiter geht's. Yeah! Wir sind gestorben. Was haben wir vergessen? Anschnallen. Juhi! Naja, auch ein Tod muss mal mit dabei sein, sonst schockt das nicht. Aber wir haben einen Vorteil, wir sind dann gleich in der Stadt schon. Läuft bei uns. So. Ja, nun ist gut hier. Quatsch mich nicht dösel. Speichern. Nanu, gib Gas hier. Dankeschön. Okay, continue. Ja, da sind wir dann einmal gestorben. Juhu. Auch sowas kann mal vorkommen. Aber wir sind in der Stadt, wir können gleich den Brief einschmeißen. Das mache ich jetzt auch noch mit euch zusammen und dann würde ich sagen, haben wir heute auch wieder einiges geschafft, was wir schaffen wollten. Und dann ist die Folge auch schon wieder am Ende. Wir sind dann leider wieder am Ende angekommen. Und beim nächsten Mal holen wir dann unseren, ich hole den Truck nachher noch zurück, den Bus, den hole ich nachher noch zurück. Ja, und beim nächsten Mal können wir dann gucken. Ich werde nachher noch den Kilio neu aufsetzen, dann können wir auch mal ein paar Autobracks wegbringen eigentlich. Bringen ja auch Kohle. Und dann geht's weiter beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter an. Und das ist uncool. Das ist uncool. Okay, Leute, ich muss dann jetzt erstmal unsere Klamotten suchen gehen, weil unser Brief ist nämlich auch weg. Unser Tankdeckel ist weg und unser Brief ist weg. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr noch kein kostenloses Abo bei mir hinterlassen habt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und damit würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.